Hallo Leute, willkommen zurück zu Das Spiel trollt uns gewaltig Gothic 1. Ich habe nämlich das Gefühl, immer genau wenn es darauf ankommt, dass er diesen verdammten langen Sprung machen soll, dann macht er keinen Langsprung, sondern macht er so einen verdammten kurzen Krüppelsprung, mit dem wir einfach nicht über diesen scheiß Abgrund kommen. Ah, bitte, Spiel, provozier mich halt nicht. Du kannst nicht gewinnen. So. Weißt du, warum du nicht ge. Jetzt hat er auch wieder diesen Sprung gemacht, okay. Weißt du, warum du nicht gewinnen kannst? Ich kann speichern und du nicht. Ja. Du hältst dich wohl für besonders lustig, was? Wie soll man das in dem Spiel kalkulieren, wenn der zufallsbasierend irgendwelche Sprünge macht? Okay. Er macht sie abwechselnd. Kann das sein? Nee, kann nicht sein. Sah gerade aber so aus. Okay, ich habe den falschen Spielstand geladen. Es sah gerade echt so aus bei dem Test, dass er es immer abwechselnd macht. Jetzt hat er es auch wieder. Hör halt auf, mich zu ärgern. Ich habe dir nichts getan. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Jedes Mal habe ich diesen Kacksprung und ich weiß nicht mal, woran das liegt. Oh, komm schon. Was ist denn los? Ja, natürlich. Warum speichere ich überhaupt auf den zweiten Spielstand? Das gibt's doch nicht. Das muss doch an irgendwas liegen, dass er diesen komischen Sprung macht. Ach komm. Sorry, Leute, aber irgendwie. Was mit diesen Sprüngen? Ja, komisch, aus einem anderen Winkel funktioniert es dann plötzlich, aber das kann es ja nicht sein. Ich meine. Sehr witzig. Ha, ha. Ha, hey, machen wir was Witziges. Brauchen wir 3 Minuten für irgendeinen Sprung, nur damit wir feststellen, dass das Spiel dann abstürzt, wenn wir die Truhe öffnen. Was ist da bitte drin? Verwandlung in eine Mallride. Oh Gott, alles für so einen Scheiß. Ja, und Gorn tötet da unten. Das macht mich gerade echt fertig. Das macht mich gerade psychisch total. Ich mag ihn nicht, das ist doch Kacke. Dass ich nicht auf den Sprung verlassen kann, macht das doch gar keinen Spaß mehr. Ich springe jetzt gegen den Berg und hoffe, dass ich dann weit genug fliege, auch mit dem kurzen Sprung. Oder dass irgendwas meinen Fall bremst. Hey, der Boden hat meinen Fall gebremst. Ja, sehr schön. Das ist gerade ziemlich lästig, muss ich sagen. Das nervt mich gerade tierisch hier. Ja, danke. Und jetzt wieder ein langer Sprung. Und jetzt wieder ein langer Sprung. Und jetzt wieder ein langer Sprung. Nur die ganze Zeit, wenn ich an dieser Scheißklippe stehe, nicht. Ich bin so friedlich und ich bin in Einklang mit der Natur und alles ist toll. Gut, wir sind unten. Gorn hat schon alles vorgekillt. Naja, fast alles. Ja, er ist ein Sterblicher, hat keine Angst vor euch. Sodala. Sodala. Ah, da liegt ein Heiltrank, den nehme ich gerne mit. So. Dann haben wir hier noch ein Höllenpilz. Es kann endlich nochmal weitergehen, oder? Ja, sehr schön. Es geht nochmal weiter. Yay! Ach, ist das schön. Ich bin gerade so genervt von den ganzen Fehlern hier. Oha. Na, was haben wir denn da? Speichere ich gleich ab. Die Truhe da oben hat sich überhaupt nicht gelohnt. Überhaupt nicht. Hallo. Au. Irgendwie
hängt es, glaube ich, gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt. So, schauen wir nochmal hier rein. So, hier muss ja quasi das jetzt sein, was wir suchen. Ist ja die letzte Kammer, sonst ist hier drin ja nichts mehr. Und eine Truhe, die wir nicht, für die wir kein Schloss brauchen, das... Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Okay. Genau, das hat kein Schloss gehabt, deswegen dachte ich mir fast, dass das da drin ist. Verwandlung Wolf, Verwandlung Scavenger, okay. So, okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Zusammengebrochene Tische? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir weitergehen, heilen wir uns erstmal. Dann, ja, heilen wir uns einfach nur. Sicher ist sicher. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch einen davon nehmen. So, und jetzt gehen wir raus. Und dann holen wir uns den letzten Fokusstein. Meine Güte. Ich bin immer noch so genervt, aber dass die Spiele die ganze Zeit abstürzt. Und springen nicht funktioniert. Jetzt hat's nicht funktioniert. Jetzt funktioniert sie die ganze Zeit. Immer nach so einem Scheißsprung geht's dann. Was habe ich davon, weil ich nicht die ganze Zeit Bunnyhopping mache? Na gut, dann hauen wir hier ab. Und gut ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer, wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Und er zieht auch gleich die Waffe. Wir haben es hier mit einem Jungen oder mit einem Baby-Troll zu tun. Was aber keine Rolle spielt. Ihr seht schon... Hilfst du mir auch? Wenigstens Gorn macht ein bisschen Schaden. Oh, der macht gut Schaden. Heide Witzka! Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Na gut. Okay. Dann nehme ich das Trollfell an mich. Speichere einmal ab. Puh. Gut. Ich bin viel zu schwach. Ich bin zu schwach. Aber ich werde jetzt etwas... Nein, das war falsch. Aber ich werde jetzt etwas machen, dass ich stärker werde. Denn... Das ist so ein bisschen scheiße. Okay, schauen wir mal, ob wir das hier noch irgendwie gebacken kriegen, dass ich ein bisschen an Stärke dazu gewinne. Es gibt jetzt nur eine Sache, die wir machen. Ja, theoretisch gibt's. Oh, und wieder der Arschlochsprung, aber überlebt. Theoretisch gibt's zwei Möglichkeiten. Wir haben einiges an Skillpunkte, wobei ich jetzt nicht meine ganzen Skillpunkte in Stärke buttern möchte. Ich möchte gleichmäßig verteilen. Ich möchte, vielleicht habe ich mir gedacht, so einen weiteren Kreis lernen. Einen weiteren Kreis lernen. Ich bin kurz vor Level Up. Das heißt, ich werde dann 41 Punkte haben. Ein weiterer Kreis sind 15. Dann hätte ich noch 25 übrig. Dann könnte ich nochmal 10 Stärke und nochmal 10 Geschick machen. Damit ich wirklich gleichmäßig auf alles gehe. Das wird halt schwer, die späteren Kreise zu lernen, die eigentlich effizient sind. Die ersten bringen gar nichts, außer dass ich schwach bleibe. Problem ist, wenn ich dann den vierten Kreis... Ich glaube, den fünften Kreis muss ich mindestens lernen. Und das sind 10, 25, 45, 75 Lernpunkte. Nur damit ich dann im fünften Kreis so ein bisschen rumspielen darf. Und das ist halt schon ein bisschen viel. Aber gut, aber gut. Können wir mal schauen, ob Skip heißt das. Skip im Lager, im alten Lager wieder für uns eine Waffe parat, eine neue Waffe hat. So. Da.
Alles fit? Alles klar, Babs. Jo. Nee, das machen wir nachher. Jetzt gehen wir erstmal. Ich würde sagen, jetzt holen wir erstmal den letzten Fokusstein. Der müsste auf der anderen Seite sein. Jetzt bin ich richtig dumm gelaufen. Na gut, hilft nichts. So, nochmal einen Trank nehmen. Ja gut, dass ich die ganze. Ich feiere es ja jedes Mal so, dass ich die Tränke habe. Genau, der letzte. Wo war denn der letzte? Ach ja, doch. Ich glaube, ich weiß, wo der letzte war. Ja, doch. Ist mir gerade wieder eingefallen. Ich bin halt, wie gesagt, komplett falsch gelaufen. Ich hätte andersrum ins Lager laufen müssen. Weil dieses blöde Lager auch einfach im Weg ist. Das versperrt dann einfach immer den Weg. Mittlerweile ist es bei mir so, ich habe Gothic 2 öfters durchgespielt als das 1er, weil es einfach mehr Wiederspielwert hat, finde ich. Auch wenn die Story vom 1er besser ist, aber die Story ändert sich beim mehrmaligen Durchspiel leider auch nicht. Und die Spielwelt ist auch dichter, das stimmt schon, aber trotzdem habe ich aus gewissen Gründen den 2er öfters durchgespielt, weil man mehr Möglichkeiten hat mit Alchemie und Waffenschmieden und etc. Und dadurch kenne ich mich im 2er. Kann man hier auch wieder her, also ins Minental quasi, und in die Kolonie. Das ist natürlich richtig blöd, weil die Karten ähneln sich zwar, sind aber trotzdem leicht anders. Und ich bekomme jedes Mal, wenn ich dann im 1er spiele und nachdem ich das 1er gespielt habe und dann im 2er spiele oder andersrum, dann ist es für mich total verwirrend, weil ich erst wieder mich zurechtfinden muss. Mittlerweile geht's hier wieder, mittlerweile finde ich mich auch wieder zurecht, aber im 2er habe ich immer irgendwie Probleme gehabt, mich zurechtzufinden. Ich weiß einfach nicht, im 1er. Und am Anfang vom 2er habe ich auch ein Riesenproblem gehabt, mich im Minental zurechtzufinden, obwohl man meinen sollte, hallo, du hast es hier alles schon gespielt, das sollte für dich eigentlich ein Kinderspiel sein. So, da. Sehr schön. Nö, da ist nix. Da ist auch nix. So. Gut, wieder ein paar kleine Erfahrungspunkte abgestaubt. Mittlerweile bringt das hier gar nicht mehr so viel. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Also ganz viel Kleinvieh bringt dann doch irgendwann mal auch mal ein Level ab. Wie viel fehlt denn noch? Kann ich im Wasser nicht nachgucken? Doch, kann ich. Ah ja. 655 Erfahrungspunkte noch für ein Level Up. Das ist auf jeden Fall noch drin beim nächsten Fokusstein. Wenn nicht sogar schon vorher. Denn hier ist ein Snapper respawned. So. Wunderbar. 2 noch und ich hätte ein Level Up. Und beim letzten, ja, ihr werdet wahrscheinlich eh schon erahnen, wer von den Freunden des Helden beim letzten, da vorne kriegt man Level ab rum, wer der letzte Freund ist, der uns bei den Fokussteinen hilft. Ja, genau. Ich dürfte jetzt 10 Erfahrungspunkte über Level Up sein. 5 Erfahrungspunkte über Level Up, tatsächlich. Ganz knapp. Ja, der letzte ist Diego. Wer hätte es auch anders vermuten können? Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Okay, er weiß alles. Dagegen muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ein Problem? Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Aha. Ein 3 Tonnen schweres Problem. Hallo? Sieht nicht nach 3 Tonnen aus, wenn du mich fragst. Goblin-Krieger, okay. D-
Diego macht halt richtig viel Schaden im Bogen. Das ist halt richtig geil. Ich sehe ja kein 3 Tonnen schweres Problem. Ich sehe nur so ein paar lumpige Goblin-Krieger. Au. Oh. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Was? Total wahnsinnig. Spruchrolle, Steinwurzel, Trank und ein Text. Seraphis. So, er gibt mir Erfahrungspunkte und wir haben hier einen Text gefunden und während der hier vor sich hinmetzelt, lesen wir das einfach mal, weil hey, er ist unsterblich, scheiß drauf. Was stand da, uralter Text, glaube ich, Tagebuchseite. 169. Tag, heute werde ich es schaffen, ich weiß es, die Götter stehen mir bei, ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung und Pfeile prallen von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinus verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich aus der Trophäe bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Ja, da ich die Spruchrolle noch gefunden habe, glaube ich, hat sein Plan nicht so ganz funktioniert. Und ich bin gerade mal am Schauen, wo ist denn der Troll? Der Troll ist hier. Oh, ich mache mit meinen kritischen Treffern Schaden an ihn. Und Diego tankt mir das Viech. Das heißt, es wird sich jetzt nur um Stunden handeln. Okay, dieses Viech ist echt zäh. Darf ich vorstellen, der stärksten Gegner im Spiel. Oh. Nee, ich habe jetzt da nee, überhaupt keine Geduld dazu. Überhaupt nicht. So, dafür gibt's ja das hier. Wie er sich trotzdem noch anhört, als wäre er 10 Meter groß. So, Diego, du hast irgendwas zu mir gesagt. Ah, ja. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Da oben ist der Fokusplatz. So, speichern wir mal ab. Das haben wir geschafft, wunderbar. Und dann benutzen wir mal die Winde. Die Winde klemmt. Okay. Die Winde scheint zu klemmen. Ja. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. Dumm, 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 dumm. Ich hätte ihn vielleicht vor der Winde ansprechen sollen und nicht irgendwie 100 Meter davon weg. Jetzt hebt irgendwas auf. Ich habe irgendetwas getan. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Okay. Ich weiß, was er getan hat. Oh. Er hat Maulrat-Fett benutzt. Bin ich mir ziemlich sicher. Es gibt nämlich in Gothic 2 auch eine Quest, da glaube ich, klemmt auch irgendwo eine Winde. Und wenn man Maulrat-Fett hat, dann kann man die Winde schmieren, dass sie wieder funktioniert. Also irgendwie glaube ich, ist das so eine Anspielung auf diese Winde hier, die klemmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das finde ich auch richtig geil, die Quest. Man muss einfach nur das Maulrat-Fett im Inventar haben, das wird dann verbraucht und man kann die Winde öffnen. So. Hol dir den Fokus. Ich warte hier. Ja, mach das mal. Okay. Dann gehen wir mal. Und ich habe auch schon gesehen, was da oben für Gegner auf uns warten. So. So. Okay, da sind sie noch nicht. Jetzt sieht man es auch schon.
Oh Gott, halt nie mehr aus. Nummer 1, Nummer 2. Ach so, ich habe die ganze Zeit unterschiedlich getroffen. Nummer 3 und Nummer 4. So, das war schön einfach, weil die Gegner einfach dumm sind. Und hey, der Fokus ist sogar tatsächlich noch auf seinem Platz. Yay. Ah. Okay, gut, meine Freunde. Wir haben die Fokussteine. Alle 5 zusammen. Beziehungsweise 4. Einen haben wir schon abgegeben. Hallo, Diego. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im alten Lager prüfen. Viel Glück noch. Sieh zu, dass du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. So. Kannst du mir das beibringen? Ja. So. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Gut, dann war's das, meine Freunde. Mach's gut. Ja, nächsten Part geben wir dann die Fokussteine ab und schauen wir dann, was, ja, dann Ausbruchsplan und so. Na gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 1. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky.